wächst der Widerstand gegen die geplante Fusion der Stahlkonzerne ThyssenKrupp und Tata Steel. In Bochum gingen heute rund 7.000 Beschäftigte auf die Straße. Sie befürchten, dass deutlich mehr Arbeitsplätze verloren gehen als angekündigt. Durch die Fusion sollen insgesamt 4.000 Jobs wegfallen, 2.000 davon bei ThyssenKrupp. Die Mitarbeiter protestieren aber auch gegen die Pläne, den Firmensitz in die Niederlande zu verlegen. Ihre letzte Stunde hat zwar noch nicht geschlagen, aber im Ruhrgebiet treibt die Angst die Stahlarbeiter auf die Straße. Wenn ThyssenKrupp und Tata ihre Stahlbereiche verschmelzen, fallen Arbeitsplätze weg. Mindestens 2.000 allein in Deutschland. Und möglicherweise werden dann auch kleinere Werke, wie hier in Bochum, ganz geschlossen. Das Erbe der alten Stahlbarone, das Erbe von Vaterfiguren wie Krupp-Manager Beitzer in Gefahr. Das Feindbild ist er, Heinrich Hiesinger, der ThyssenKrupp-Chef, der den Hauptsitz des neuen Gemeinschaftsunternehmens nach Amsterdam verlegen will. Protest kommt auch aus der Politik. Ich hasse es. Immer wieder passiert es. Die verlagern ihre Firmensitze ins Ausland, um Steuern zu sparen und die Mitbestimmung klein zu kriegen. Hiesinger muss auch wissen, dass er in der Frage absolut transparent sein muss, dass es nur zusammen mit IG Metall und Betriebsräten geht. Wir sind hier im Bereich der Montanmitbestimmung. Und das kann man nicht gegen die Belegschaft, sondern muss man mit den Belegschaften entscheiden. Dank dieser Mitbestimmungsrechte sind Arbeitnehmer in der Kohle- und Stahlindustrie stark in den Aufsichtsräten vertreten. Sie will der ThyssenKrupp-Vorstand bei einer Sitzung am Wochenende von seinen Plänen überzeugen. Können für einige der rund 220 Beschäftigten bei ThyssenKrupp Marine Systems neue Arbeitsplätze in Emden gefunden werden oder erhalten sie Angebote an anderen Standorten wie Kiel oder Hamburg? Das war Thema im Wirtschaftsministerium. Der ThyssenKrupp-Vorstand zeigte sich offen für neue Lösungen. Grundsätzlich werden wir alle 220 Mitarbeitern ein entsprechendes Angebot machen. Wie das Angebot dann aussieht, müssen wir jetzt gemeinsam mit den Sozialpartnern im Rahmen der entsprechenden Gremiensitzung festlegen. Wir sind dort stark aufgestellt, es ist eine starke Mannschaft. Und jetzt muss es darum gehen, auch mindestens einen großen Teil dieser Mannschaft dort am Standort zu stabilisieren. Betriebsrat und Gewerkschaften ist das noch zu unkonkret. Es ist, glaube ich, auch Ergebnis des Drucks, den die Beschäftigten vor Ort gemacht haben. Das freut uns natürlich erstmal. Wie es jetzt weitergeht, müssen wir mal sehen. Dazu werden Belegschaft und Betriebsrat dem Unternehmen in den kommenden Wochen konkrete Pläne vorlegen. Es soll ein Befreiungsschlag für ThyssenKrupp sein und langfristig Arbeitsplätze sichern. Aber Gewerkschaften und Betriebsräte befürchten genau das Gegenteil. Die geplante Fusion mit dem indischen Stahlgiganten Tata stößt bei der Belegschaft auf immer größeren Widerstand. 6:30 heute Morgen am Werkstor in Duisburg. Die Belegschaft sammelt sich für die Abfahrt zur Kundgebung in Bochum. Kranführer Arif Kisilkaya ist dabei. 57 Jahre alt, 40 Jahre Berufsleben bei ThyssenKrupp. Mein Vater hat gearbeitet hier, ich arbeite bereits hier und mein Sohn arbeitet auch jetzt mittlerweile seit einigen Jahren. Ich hoffe, dass die vierte Generation auch noch hier arbeiten wird. Darum kämpfen wir und darum beten wir auch zugleich. Ja. 2 Stunden später, Demonstration in Bochum auf dem Weg zur Kundgebung. Einige tausend Stahlarbeiter aus allen Standorten von ThyssenKrupp protestieren gegen die Pläne von Konzernchef Hiesinger, der eine Fusion mit dem indischen Stahlkonzern Tata anstrebt, um Kosten zu sparen auf einem weltweiten Stahlmarkt mit Überkapazitäten. 2.000 deutsche Jobs sollen wegfallen. Ohne Fusion würden es am Ende noch viel mehr, sagt Hiesinger. Die Gewerkschaften bestreiten das. Ich halte das für eine Argumentation, die nicht nachvollziehbar sind. Die deutschen Stahlstandorte sind gut ausgelastet. ThyssenKrupp verdient Geld mit Stahl. Das kann ich nicht nachvollziehen. Sie befürchten, dass es am Ende um noch viel mehr Jobs gehen wird und dass kleinere deutsche Standorte geschlossen werden. Arif Kisilkaya und Kollegen geht es nun vor allem um Mitbestimmung. Die wurde bei ThyssenKrupp immer großgeschrieben. Bei den jetzigen Plänen aber, sagen sie, vermissen sie die Transparenz. Wenn der Hochofen den flüssigen Stahl herausspuckt, die Funken sprühen und die Hitze unerträglich wird, dann scheint es noch zu lodern, das Feuer des deutschen Wirtschaftswunders. Mit Stahl wurden im Ruhrgebiet einst mächtige Weltkonzerne geschmiedet. Nun bereitet ausgerechnet Stahl ThyssenKrupp große Sorgen. Das Geschäft läuft nicht mehr. Konzernchef Heinrich Hiesinger würde die Stahlsparte am liebsten ganz loswerden. Der Zorn der 22.000 Stahlarbeiter an Rhein und Ruhr ist ihm sicher.
Einer von ihnen ist Arif Kizilkaya, seit 40 Jahren im Konzern. Nach Schichtende treffen wir ihn vor dem Werkstor. Dreharbeiten auf dem Werksgelände sind nicht gestattet, denn die Stimmung ist angespannt. Es ist wirklich eine große Wut vorhanden. Und zwar vor 3-4 Jahren hat uns der jetzige Konzernvorsitzende Heinrich Hiesinger gesagt, Stahl ist ein zentrales Element dieses Unternehmens. Und heute spricht man ganz anderen, also als wäre Stahl für ThyssenKrupp heute nicht mehr so wichtig, dass es einfach ausgegliedert werden möchte. Es ist nicht die erste Krise. Rund 50.000 Stahlarbeiter waren in den 70er Jahren allein in Duisburg beschäftigt. Heute sind es 14.000. Die Stahlkrise Mitte der 80er Jahre hat die meisten Stahlwerke an Rhein und Ruhr dahingerafft. Auch dieses Duisburger Hüttenwerk sollte abgerissen werden. Nicht mehr rentabel, zu teuer. Heute ist es Industriedenkmal. Setzt sich diese Entwicklung nun weiter fort? Noch verdient ThyssenKrupp Geld mit dem Stahl. Von Klassikern wie Schienenträgern und Profilen hat sich der Konzern allerdings losgesagt. Stattdessen setzt man erfolgreich auf die Herstellung von Spezialblechen, zum Beispiel für die Autoindustrie. Insgesamt aber ist das Stahlgeschäft mit großen Risiken verbunden. Weil es große Verwerfungen auf dem Stahlmarkt gibt, ist es so, dass innerhalb sehr kurzer Zeit ein sehr profitables Geschäft in ein sehr defizitäres Geschäft abbrechen kann. Dann steht ein Unternehmen da mit 500, 600, 700 Millionen Euro Verlust und gefährdet das Gesamtkonstrukt. Außerdem leidet ThyssenKrupp noch immer unter Milliardenverlusten. Beim Bau zweier Stahlwerke in Nordamerika und Brasilien hatte sich der Konzern völlig verhoben. Die Reserven sind aufgebraucht, die Bilanz im Keller. ThyssenKrupp ist heute zwar von den Mitarbeitern und vom Image her ein Riese, aber finanziell ist es ein sehr schwaches Unternehmen. Es ist das schwächste Unternehmen im DAX, also unter den großen deutschen Konzernen. Es ist das finanzschwächste Unternehmen. Konzernchef Hiesinger liebäugelt deshalb schon lange mit einem Verkauf der problematischen Stahlsparte. Sein Plan? Ein Joint Venture mit dem indischen Stahlkonzern Tata Steel. Doch Hiesinger müsste die Abspaltung gegen die Stahlarbeiter durchdrücken. Denn die fürchten um den Verlust ihrer Jobs. Aus zwei kranken Unternehmen kann man nicht ein gesundes Unternehmen verschmelzen. Das geht nicht. Tata ist nicht gesund finanziell und Thyssen im Stahlsegment auch nicht. Gegenwind kommt auch aus der Politik. Bei einem Gewerkschaftstreffen in Duisburg meldete sich unlängst der deutsche Vizekanzler zu Wort. Ein Industrieland wie Deutschland, das seinen Stahl nicht mehr selbst produziert, bekomme Probleme. Dann werden sie am Ende nicht nur den Stahl verlieren oder anderes, sondern dann werden sie auch das verlieren, was drumherum hängt. Wir werden einfach ein schwächerer Standort. Und deswegen ist die Frage, ob Deutschland Stahlstandort ist, eine nationale Frage. Die Finanzmärkte haben ihre Entscheidung längst getroffen. Sie sehen ThyssenKrupp künftig nicht mehr als Traditionsbetrieb mit qualmenden Schloten und Hochöfen, sondern als modernes Technologieunternehmen, das sich von den Altlasten seiner Geschichte endgültig befreit.